Jö, da wieder. Ist schon eine ganze Weile her, aber ich wollte mal wieder reinschauen. Und wir spielen eine Tagesaufgabe, warum nicht? Mit dem Standard-Spielanki. Und gucken mal, wie weit wir kommen. Peitsch. Nix, okay. Was haben wir da links? Standardziel ist im ersten Level ja immer 10. Zwang. Und zu kurz. 10.000 Gold. Blondine. Und vielleicht noch ein, zwei Extras. Komm schon. Bomben. Ist keine Bombe. 2.000 hätten wir schon mal. Oh, und die Fledermaus ist da echt doof. Okay, so geht's. Oh. Es sind recht viele Situationen, die hätten ins Auge gehen können. Ich sehe das mal als gutes Zeichen, dass sie nicht ins Auge gegangen sind. Alle hopp, alle hopp. Da oben müssen wir nicht hin. Okay. Kiste Bomben. Das sind ganz schön viele Fledermäuse. Alle, hopp. Komm schon. Ich habe noch keine Blondine schreien hören. Ich habe noch ganz schön viele Spinnen. Ah, jetzt höre ich eine Blondine schreien. Und wir müssten schon wieder bomben. Also wenn da unten jetzt keine Bomben drin sind, haben wir ein Problem. Und ich sollte die Kobra hier oben töten. Falsch. Aha, Blondine und Bomben. Ja, also. So, du kommst mit. Seil. Du bist eine Spinne. Okay. Ah, es könnte was werden mit den 10.000. Oh. Da hätten Stacheln sein können. Das war nicht so schön. So. Bei den 9.400 Wappen. Die 600 Gold kriegen wir noch, weil hier drin ist ein Edelstein. Ja. Und raus. Also. 10.000 Gold plus... Küsschen, kein Schaden genommen. Bomben sind wieder auf 4. Und dafür ganz viele Seile plus. Das klingt sehr gut. Kaputt, kaputt, kaputt. Ich höre hier eine Blondine schreien. Will aber trotzdem vorher links die Kiste haben. Und den Schlüssel. Ah. Da komme ich auch so hin, glaube ich. Oder auch nicht. Das ist ganz schön tief. Gut, wir haben Fallschirm, das passt. Nee, da kommen wir so nicht hin. Okay. Den Schlüssel kann ich eigentlich hier lassen, weil der ist für eine Truhe, die oben links ist, wo wir wahrscheinlich auch nicht hinkommen, um zu bomben. Ich bin falsch abgebogen, hä? Huh? Jo. Hier müssen wir hin. Oh, oh. Die war verdeckt von einem Holzbalken. So, Ausgang? Ausgang ist hier. Okay, du warte mal da unten. Ich würde gerne versuchen... Oh. Es waren zu viele Knöpfe gleichzeitig. Ich würde gerne versuchen, wieder zurück... Ah, es sind viel zu viele Seile. Was soll's? Es sind nur Seile. So. Hier jetzt die eine Bombe zünden, die ich eben nicht zünden wollte, weil ich so geizig war. Hier.
So. Auge des Horus. Das ist ein Shopkeeper. Mit Capes, Bikes, Gläsern. Nee. Aber ja, das wäre der wesentlich bessere Weg hier gewesen. Aber kann man vorher ja nicht wissen. Oh, 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 oh. Okay, okay. Alles gut. So, da ist eine Kiste. Kaputt, kaputt, kaputt. Dann sind wir gleich wieder auf. Wow. Ja, ja, ich glaube schon. Ja, ich glaube schon. Auf 4 Leben, 4 Seile, aber nur noch eine Bombe. Das ist echt nicht schön. Wir bräuchten jetzt einen Shopkeeper. Das sind 2 Kisten. Ja, 2 Truhen. Das ist doch gemein. Aber ich sollte jetzt nicht die eine Bombe dafür benutzen, irgendwo hinzukommen, wo ich... Oh, yeah. Und eine Spinnenkönigin, die ich auch wegbomben könnte. Die ist richtig schön für Gold. Na gut. Ich hoffe einfach, dass wir jetzt irgendwo Bomben finden. Ah ja. Oh, gut, was ist los hier? Wir müssen erstmal die Stachelfalle da auslösen. So. Bomben, 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 Bomben. Ich habe schon genug Seile. Naja, nicht wirklich. 5 sind nicht so viele. Ja, Gold sieht gut aus. Und ich will eine Blondine. Da unten irgendwo. Okay, alles gut, alles gut. Neue Kiste, neue Chance auf Bomben. Bomben! Das wird nichts. Oh. Langsam runterfallende Pfeile tun auch weh. Und ich komme hier nicht durch, ohne den Shopkeeper sauer zu machen. Das ist nicht schön. Wir haben eh keine Bomben. Ich denke, damit war es das für das Level hier. Und es schaut nicht wirklich gut aus, so im Ganzen. Nur noch 2 Herzen. Kein Spezialequip. Keine Bomben. Also ja, wir haben die Paste für Bomben, aber keine Bomben. Und ein Fallschirm. Das finde ich jetzt nicht so pralle. So. Oh, das war nicht gut. Jop, 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 jop. Jetzt fehlt nur noch ein Terrorist. Ganz schön viele Spinnen. Taktische Spinnen springen. Au. Was zur Hölle war das? Warte mal. Ich habe einen Fallschirm. Aha. Sehr gut. Ich hätte gerne dich und ich hätte gerne dich hier abgeliefert. 5000 Gold. Schrotflinte? Nein, wir werden eh gleich sterben. Wir sollten jetzt möglichst viel Gold behalten, damit wir wenigstens einigermaßen gute Highscore hinlegen. Auch wenn ich mir ziemlich sicher bin, dass nicht mehr allzu viele Leute mitspielen. Um nicht zu sagen, fast gar keine mehr. Oh, ich will eine Blondine. Gold, Gold. Und die Blondine ist irgendwo oben, wo wir nicht mehr hinkommen und eh keine Bomben haben. Okay. Tot. 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 Und das war ein bisschen zu risikoreich. Und Dschungel mit einem Lebenspunkt. Hey, die Toten sind rastlos. Das ist gut, wenn wir die Schrotflinte finden. Wenn nicht, nicht so wirklich.
wir haben auch eh keine Bomben, um die Schrotflinte rauszuholen. Fällt mir gerade auf. Das ist echt gemein. Zeug. Skelette, die sich selber umbringen. Da ist die Schrotflinte. Aber keine Bombe in Sicht. Da oben ist eine Kiste. Aber in Kisten sind eigentlich fast immer nur Edelsteine drin. Also wir müssten bei den Piranhas da drüber. Genau da, bei den zwei Stück. Das. Nee. Piranhas sind garstig. Oh, okay. Kaputt. Da wäre der Ausgang. Hier wäre eine Krone. Menno, alles braucht Bomben. Hatte echt Pech mit dem Würfeln. Was die Kisten angeht. Nein! War nicht wirklich bei der Tiki-Falle? Okay, ich wusste, dass sie rausspringt und wollte über sie rüberspringen. Aber war ich wohl einen Ticken zu nah dran. 43.000? Nein! Warum immer 40.000? Das ist ein Fluch. Das war doch die 40.000 Marke, oder? Ich glaube schon. Und Level 5, das ist mittelmäßig. Also die Theorie, 3 Wochen am Stück Spelunky zu spielen und dadurch besser zu werden, hat nicht wirklich geklappt. Wir hingen später immer vor dem Eislevel fest. Und die Theorie, jetzt einfach 3 Wochen nicht zu spielen und dann wieder zu spielen, hat auch nicht wirklich geklappt. Okay, gucken wir auf die Bestenliste. Yay, ich bin der Erste. Isolation. Was? Schnellste Zeiten. Level 4. Ach, die sind schon ganz durch. Hammer. Ja, okay, verständlich, wenn man da nicht mehr spielt. Wenn man das schon ganz durch hat. Aber ja, ich hoffe, ihr fand es mal wieder lustig, hier reinzuschauen. Das Leben war jetzt nicht so pralle, aber ein paar lustige Sachen waren dabei. Und wir sehen uns demnächst wieder. Bye, bye.